hier wieder bei Rapid Act 2017 in Berlin und hier sind, wie heißt du noch, was ist dein Künstlername? Asak. Dann denk, ja, okay, er ist Asak und sein Künstlername? Asak. Asak, alles klar. Beide Asak und wer bist du? Edek. Okay, wie seid ihr zu Rap gekommen und was, warum macht ihr das? Seit meiner Kindheit höre ich schon Rap, ist einfach so passiert, sag ich mal. Die anderen Musikarten interessieren mich nicht, ich weiß auch nicht warum. Dieses Rappen hat mich einfach angezogen und so bin ich halt auch dazu gekommen. Und was möchtet ihr den euren Zuschauern, den Leuten, die eure Musik hören, was möchtet ihr mitteilen? Auf jeden Fall erstmal, ich habe ja noch nicht so einen richtigen Song jetzt rausgebracht, wird ja bald kommen. Da werde ich auf jeden Fall so eine Dings-Message, dass man die jüngeren Rapper, sag ich mal, oder die jüngeren Leute nicht unterschätzen soll. Ich habe eigentlich nur deswegen angefangen, weil meiner Meinung nach kein deutscher Rapper mehr das fühlt, was er überhaupt rappt. Jeder rappt nur noch über Geld oder sonst was, geht nur noch ums Verdienen. Und in meinen Augen ist jemand, der das nicht fühlt, was er sagt, es steht nicht dazu. Alle rappen immer so, ja, ich habe Geld, ich habe das, ich habe das. Die machen nicht das, was sie wirklich rappen. Es wird nur noch gelabert, aber... Ja. Zum Beispiel 187, die... Rappen über Geld und so, klar, die haben Geld, die haben Fans, aber really die sagen, sind deren Fans scheißegal. Ja, echt. Noch meinst du, die kleineren Leute eher, die noch nicht so groß mit ihren Musiksachen rausgekommen sind, die wirklich noch echte Sachen in ihren Raps genau. machen? Die sollten auch von anderen Labels, sag ich mal, so hochgebracht werden, weil viele davon sind auch so real, weißt du, und niemand weiß das so. Zum Beispiel, was gerade so also auf der Welt passiert, viele Rapper machen das ja auch heutzutage, zum Beispiel wenn dort, sagen wir in Syrien oder so Krieg ist, dann rappen die darüber, sowas halt. Sowas sollte mehr rausgebracht werden. Worüber rappst du jetzt in dem Lied, das wir hier bei Rap and Act produzieren? Auch so, halt Real Talk. So über Familie, Freunde, wie wichtig Freunde sind zum Beispiel. Ja, halt sowas. Das sieht aber blöd aus, weil... Ich bin gerade zu sehr über den Zuhörer gekommen. Warum? Wo mit deiner Asak ist jetzt back am Start. Jo. Ich freue mich auf Rapid Act. Ja. Er war Asak, die Rap-Szene wird auseinandergenommen.